Das neue Format, das kann was, ja, es ist anders. So schön, so schön, so schön. Tülin Tekkal ist von Geburt an anders. Tochter kurdisch-jesidischer Geflüchteter, Fragenstellerin und DJ. Die Clubs der Hauptstadt sind ihr Wohnzimmer. Hier fühlt sie ihren GästInnen mit Hennek auf den Zahn. Zu Musik, Politik und allem dazwischen. Sind Sie anders genug für den Familientisch der Tekkals und eine Gesellschaft von morgen? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tülin Tekkal und das, meine Lieben, ist anders. Meine eigene Talkshow. Ja, so eigen natürlich jetzt auch nicht, weil Tekkal bedeutet alles, wirklich alles, aber niemals allein sein. Wir sind eine jesidisch-kurdische Großfamilie, eine Mama, ein Papa selbstverständlich und jetzt Trommelwirbel, 11 Geschwister. Ja, da muss man erstmal schlucken. So ist es nun mal und deswegen kann ich dazu auf jeden Fall sagen, in einer Großfamilie kann ich ganz viele Dinge aufzählen. Und dazu gehört, nie eigene Klamotten haben zu dürfen, weil man die ständig teilen muss mit irgendwelchen Brüdern. Futterneid des Todes zu haben, weil man Angst hat, nicht genug Essen zu bekommen und keinen zweiten Teller zu kriegen. Und vor allem immer ein Zimmer teilen zu müssen. Mein Zimmer muss ich immer teilen mit meinen gefühlt 8 Geschwistern. Und dann aber auch noch zu guter Letzt als Jüngste nie zu Wort zu kommen. Es ist auch ein Fluch und Segen zugleich, aber vielmehr ein Segen natürlich, denn ich brauche keine Freunde mehr in dem Sinne. Aber auch keine Feinde, weil die leben wirklich im eigenen Haus. Und dann gibt's eben noch mich. Die sich auch immer behaupten musste und irgendwie immer anders war. Ich erinnere mich sogar an Zeiten, da wurde ganz anders auf uns drauf geguckt, beziehungsweise wir wurden auch ganz anders wahrgenommen. Es hieß immer, was? Ihr seid 11 Kinder? Mensch! Und deine Mutter ist Analphabetin? Krass! Und dann auch noch geflüchtet? Ja, ja, da wurde anders drauf geguckt. Aber nicht mit mir, ihr kleinen Geier, nicht mit mir. Denn ich habe aus einer Not heraus eine Tugend gemacht und aus meiner Andersartigkeit eine Stärke. Ich weiß, dass meine Gäste anders sind, aber auch hier darf ich natürlich nicht alleine entscheiden, denn meine Familie sitzt mir immer im Nacken und ich darf nie zu Ende reden. Es ist immer so. Tülin, deine Besuch gekommen. Hey, hallo. Comedian, Moderator, Podcaster und Kampfsportler. Aurel Merz legt auf allen Kanälen den Finger dahin, wo es wehtut. Ob er den Anders-Test besteht und Teil der Tekkal-Familie werden kann? Guten Tag. Was kannst du essen? Mensch, wann kommst du denn jetzt rüber? Ich muss eine Nussmusik knacken. Alles gut. Deine Musik erst spielen oder was? Ja, ich geh mal hier rüber langsam. Hey. Geil, was für eine geile, geile Mucke du mal wieder ausgewählt hast. Siehst du mal, nicht wahr? Ja. Ja, ja. Trinkt noch an der Bar. Achso, dann steht man so einfach so an der Bar und checkt Leute aus. Hallo. Hey, Martin. Weißt du, was ich hasse? Es gibt so Leute, die gehen so in den Club und die stehen dann an der Bar und die sehen irgendjemanden, den sie kennen. Und dann machen die immer so, hey, als wärst du alles ihre Show. Und ich denke mir so, ich will doch einfach nur nicht gesehen werden an der Bar. Passiert aber nur, wenn man betrunken ist. Ja, also das machen die auch nüchtern. Das ist so, die sind so getrunken von ihrem Ego. Das ist auf jeden Fall richtig anders. Alle haben mich gefragt, was meinst du, was für Musik will der? Ich denke so, funky, funky House. Aber hast du mich jetzt richtig überrascht, ne? Ich gehe gerne auf Funky House aus, aber zu Hause höre ich lieber Hip-Hop. Und warum dann heute ausgerechnet zum Einlaufen das? Hast du den Text gehört? Ja, nonstop. Ja, es gibt eine Line in dem Song. I'm a bar spitter, I'm a hard hitter, I'm light skinned, but a dark N-word. So. Und irgendwie, Drake ist ja auch ein Lightskin und deshalb identifiziere ich mich deshalb schon mit dem Song. Und dann gibt es halt die Line, I flip the switch. Ja, ich bin immer eigentlich relativ gut gelaunt und so und chill auch gerne, aber ich finde es irgendwie wichtig, dass man irgendwie auch so den Switch flippt und dann irgendwie ernst kommunizieren kann, beziehungsweise eine Sache sehr, sehr konzentriert durchziehen kann. Und deshalb genau, ich das macht es ja wieder aus. Aber dann lass uns gerne mal. Wir sind auch voll passend angezogen. Ey, ich liebe es, was das für ein Match. Aber deine Brille ist lila oder blau? Nee, die ist auch hellblau. Ja, nee, deine Mutter hat auch eine hellblaue Brille bekommen. Damit sie jetzt auch die zieht sie gleich an, gleich beim Tanzen. Ich hoffe. In dem Sinne, komm, wir gehen mal runter. Ja, komm du mal runter. Wir gehen einmal straight hier in mein Wohnzimmer. Also da hinten ist auch noch ein Wohnzimmer, aber bei uns ist es so, wir haben 8 Wohnzimmer zu Hause. Ich setz mich auch hin. Du siehst diese wunderschönen Tassen hier. Du hast gerade eine leere bekommen. Boah, ja. Aber jetzt kriegst du eine volle.
Mensch. Mit meinem Gesicht natürlich. Und gefüllt mit feinstem Wasser. Aus der Spree wahrscheinlich. Aus dem Rhein natürlich, aus Köln. Ich habe mal gehört, dass wenn man ein Glas Spreewasser trinkt, dann stirbt man. Echt? Von wem hast du das unnützes Wissen? Ja, das ist so ein Straßenwissen, ne? Wenn man da so am Ufer rumhängt und dann sich sagt, hey Mensch, ich gehe jetzt in der Spree baden. Dann sagen die Leute, nee, wenn du da reinspringst, bist du sofort tot. Können wir später mal ausprobieren. Ja, ich da hinten, hier lauert der Tod direkt hinter. Direkt hinter uns. Ach so, wir brauchen noch was zu essen. Papa! Ja, Mensch, das ist ja lieb. Bei uns ist es so. Es kommt immer jemand rein, ja? Freut mich, wenn wir am Besuch liegen. Ja, das ist gut. Und das, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber bei kurdischen Eltern ist es tatsächlich so, wenn der Vater mit Obsttellern reinkommt, ne? Was heißt das? Dann entschuldigt er sich. Vitamine geben. Ja. Ah. Mhm. Aber lass mich dir mal kurz was zeigen, weil du merkst, es ist ja schon sehr sauber hier, sehr gepflegt. Ja. Krieg aber jetzt isst du erstmal einen Apfel. Danke. Schön. Danke sehr. Du auch? Ja, Babu, gleich. Das ist aber ein guter Apfel. Ey, Walla Kanka. Komm her, Babu, kannst du mir gerne geben? Ja. Weißt du, kannst du Türkisch? Aha, Istanbul, dann Atrium, alte Ei. Mhm. Das war eine erfundene Sprache auf jeden Fall. Ein bisschen Türkisch war schon, oder? Kann ich auch essen, nicht? Okay. Kann ich, Papa, ich mein's auf. Ja, gut. Mhm. Weil ich muss dir jetzt ein Video zeigen. Wenn meine Eltern zu Besuch kommen, ne? Dann ist Game Over. Da musst du putzen. Aber vorher oder wenn sie da sind? Bevor sie kommen natürlich. Ey, selbst bei mir ist es genauso. Wenn ich da nicht putze, dann... Meine Mutter ist auch so, die wirklich... Immer wenn ich denke, es ist sauber, ist es für sie noch gar nicht sauber. Nee, aber du siehst es ja. Von früher, wenn man zwischen Mama und Papa geschlafen hat und jetzt zwischen ihnen sitzt? Das nennt man bei uns das Gräbele. Also im Schwabenland nennt man das, wenn man zwischen den Eltern liegt, das Gräbele. Bei uns ist das ein Zerquetsch, was nicht existiert. Kannst du Kontrolle machen? Ja. Ja, siehst du. So, das ist jetzt kurdisch. Herzlichen Glückwunsch, sagt sie. Hey. Ich mag den Rock, der ist cool. Hammer, ne? Zebra. Weiter geht's. Kontrolle. Kontrolle. Hm, das ist auch ernst. Schön, aber. Sauberer als von mir. In Berlin, weil in Europa gibt's ja keine, ne? Ich will ja gar nicht. In Berlin am Mob. Nach dem Feiern, ne? So, und das war zum Muttertag natürlich. Mama, alles Gute zum Muttertag. Danke. Das ist ein Lauch und keine Blume. Spinnst du? Darüber freut sich kurdische Mütter am meisten. Es ist, wie es ist. Und deswegen ist immer alles sauber bei uns. Ja, ja. Aber bei mir ist es schmutzig, wenn sie nicht da sind, leider. Aber Papa, lass doch mal kurz den Teller hier gerne. Ja. Oder gib ihn mir. Ich packe ihn da hinten hin. So, Aurel, du musst immer essen bei uns. Ne? Wenn du nicht isst, dann heißt das unhöflich. Hauptsache, es gibt kein Fleisch. Also ja, aber wie war es denn bei dir zu Hause so mit deinen Eltern und so weiter und so fort? Schön. Ja? Ich habe sie ja zwei ganz tolle Eltern, eine tolle Schwester. Und beim Aufwachsen hatten wir noch drei tolle Katzen und einen Mops und Goldfische. Irgendwie haben wir einen Zoo gehabt in so einer Stadtwohnung. Das heißt, die Wohnung bestand eigentlich nur aus atmenden Lebewesen. Und deswegen haben wir viel gestritten, aber uns auch alle sehr, sehr lieb gehabt. Und das ist bis heute so. Deshalb, bis heute? Ja, die sind auch alle nach Berlin gezogen. Also wir sind ja für in dich, Stuttgart aufgewachsen. Also so rede ich es mir zumindest ein. Also das ist das Narrativ, das ich benutze. Und die sagen dann immer, nee, 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 nee. Aber ich glaube, die sind alle für mich gekommen, auf jeden Fall. Ja. Ja, so ich war der Erste, der hierher gezogen ist. Glückwunsch an dieser Stelle. Bei mir ist aber auch so. Extra auf Hannover angereist, meine Eltern. Wie süß die da sitzen im Wohnzimmer. Die sind so süß, hey, Wahnsinn, oder? Vielleicht haben wir auch ein paar Gemeinsamkeiten. Aber erzähl doch mal lieber. Zum Beispiel hellblaue Kleidung. Ja, oder Latschen. Oder Latschen. Oder eine coole Tasse. Ja, oder einen schönen Bart. Oder tolle Augen. Ne? Oder eine schöne Nase. Okay, jetzt reicht's. Nein, aber erzähl doch mal, wie war's so? Wie war's denn bei dir? Deine Andersartigkeit. Was beschreibt das bei dir so genau? Ah, ich finde es total komplex zu beschreiben. Ich finde auch immer grundsätzlich, wenn man so selber definieren muss, was einen anders macht, wirkt es schon fast so zu verkrampft. Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen, also das Einzige, was man wirklich beurteilen kann, was einen anders macht, ist so ein bisschen, wie man sozialisiert wurde. Wenn man hat nur du hast und du und vielleicht deine Geschwister, in deinem Fall deine vielen Geschwister, haben die gleichen Eltern. Und das ist, glaube ich, das Einzige, wo man sagen kann, okay, das hat mich wirklich definiert und macht mich möglicherweise anders. Mhm. Also was sie einem mitgegeben haben oder vielleicht auch dein Umfeld dir mitgegeben hat. Aber was dann mich wirklich jetzt so im Detail anders macht, das überlasse ich jetzt dir zu beurteilen. Ja gut, aber weißt du was, ich habe das gar nicht zu beurteilen so richtig. Wer darf, wer macht das?
Ja, ich habe draußen Menschen gefragt. Oh. Mhm. Und da war ein bekanntes Gesicht dabei. Mhm. Er kam mir wirklich sehr bekannt vor und habe ich ihn einfach mal gefragt tatsächlich. Wie er dich so findet und ja, ob du Teil der Andersfamilie sein darfst und kannst und natürlich auch am Tisch teilnehmen darfst. Ne? Boah, das ist für mich auch gespannt. Willst du sehen? Ja, natürlich will ich sehen. Zeig ich dir morgen, dann Spaß. Was? Komm jetzt, show me. Zeig ich dir auch super gern. Okay. Sehr sympathisch, ich bin gespannt, was du sagst. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Hey Bruder. Lieber Aurel, du bist heute Abend in einer absoluten Premiere. Du bist bei Tülin in der Anders-Show. Bei Politiker direkt Anders. Damit wird dir eine riesige Ehre zuteil. Du wirst nämlich in die Tekal-Familie aufgenommen. Hast du gehört? Die Aufnahmekriterien ähneln normalerweise ungefähr den 36 Kammern des Shaolin. Ich nehme an, du weißt, wovon ich rede. Insofern benimm dich anständig und liebe Tülin. Sei nett zu Aurel, er ist Stuttgarter wie ich. Der Schwabe, er trägt das Herz am richtigen Fleck. Ich glaube, er wird eine tolle Bereicherung für die Familie. Ich weiß, wovon ich spreche. Yeah! Weißt du, mein Schwabenbruder, der Cem. Ja, was sagst du denn dazu der jetzt? Cem, ja, klar, der Cem, der weiß halt Bescheid, gell? Ja? Also, der Cem und ich, wir haben da ein ganz enges Band. Das ist natürlich die schwäbische Herkunft, gell? Und dass man so schwätzt. Und deshalb ist das natürlich schön, dass vom Cem persönlich jetzt hier in die Tekal-Familie aufgenommen zu werden. Da möchte ich mich bedanken. Aber ob das schon passiert ist, weiß man noch nicht. Ob jetzt wirklich ich muss jetzt noch die Shaolin-Cover, ne? Genau, das muss ich noch ein bisschen beweisen im Laufe des Abends. Natürlich habe ich noch einen Besuch für dich da. Oh, jetzt wird's spannend. Ich stecke hier voller Überraschung natürlich, ne? Wie ihr merkt. So ein Tekal kommt eben ganz selten allein. Es ist, wie es ist, ne? Und ich habe halt einige und viele müssen einfach mit dabei sein. Und sie ist Journalistin, sie ist Menschenrechtsaktivistin, aber vor allem auch Tochter, Tante und Schwester. Du bist, glaube ich, die einzige Person, die ich kenne, die genug Geschwister hat, um so 38 Folgen, so 3 Staffeln zu machen. Volles Wenn immer eine Mensch, wir sind eine Fußballmannschaft. Ja, was ist denn los? Wir könnten bei der Nationalelf mitmachen. Ja. Ne? Also, Düsel! Tekal, herzlich willkommen! Journalistin, Menschenrechtsaktivistin, Filmemacherin und Schwester. Düsen Tekal beherrscht den Spagat zwischen Bundesverdienstkreuz und Großfamilie. Heute hat sie schnelle Fragen und schwere Themen im Gepäck. Deine erste Show! Ja. Warum hast du keine Latschen an? Du weißt doch, nicht ohne meine High Heels, noch nicht mein Kriegsgebiet. Mama hat dich nicht gezwungen, so wie uns beide. Nein, ich bin anders, Tulin. Ja, aber wie doch auch. Ja, ist so. Aber immerhin pink. Ja, klar. Passend zu unserem Blau. Ich wollte meine schönen Schuhe zeigen. Passend zu unserem Blau. Mhm. Ja, ist schön, steht dir. Da ist Vielen erlaubt, Dank. Heute einmal, ja. Okay, danke. Aber danke. Ansonsten nie wieder, ja? Danke, mein Schatz. Ich wusste nicht um deine Hip-Hop-Vergangenheit. Du, also durch und durch. Mein Motto ist vom Bordstein zur Skyline. Also einmal Ghetto Girl, immer Ghetto Girl. Das ist Bushido dann, ne? Nein, es ist wirklich dieses, ich sag mal, dieses weltweite Straßenwissen, was du nicht aus Büchern lernen kannst. Ich liebe das. Das ist auf jeden Fall ein Teil der Subkultur, von der ich geprägt war. Als du noch ganz klein warst. Also ein Küken, meinst du? Ich habe dich gewickelt, Tulin. Du warst so klein, dass ich dich gewickelt habe und gefüttert. Kennt ihr das, wenn ihr so Deutschrap gehört habt und ihr seid dann in einem ganz anderen Setting und ihr habt immer noch den Ohrwurm und in eurem Kopf gehen dann diese schlimmen Texte rum und ihr sitzt da und guckt jemanden an in einem ganz seriösen Meeting und in eurem Kopf irgendwas... Ja, ja. So geht's mir immer mit den Kölner Karnevalliedern. Ja, genau, das ist dasselbe. Die kann ich alle auswendig. Aber Hip-Hop Hooray Ho ist doch okay, oder? Das ist absolut okay. Body by okay. Nature ist immer gut. Also du hast mich damit ja auch wunderbar geprägt, ne, mit dieser Musik. Deswegen lege ich auch heute das auf, was ich auflege. Es ist, wie es ist, dank diesen. Anders an mir war tatsächlich auch der ausgeprägte Musikgeschmack. Ich musste in meiner Küche kochen für eine Großfamilie. Ja. Und weil ich nicht in die Disco durfte, das war anders. Aber wir durften auch nicht in die Küche, ne? Da hast du uns auch den Eingang verwehrt. Nein, das war mein Reich, weil das war meine Disco, verstehst du? So, und da gab es nur Hip-Hop und Hausmusik, ja. Wie sich das gehört. Aber wir sind ja auch eine schnelllebige Familie. Jetzt sind wir in deiner Küche. Ja, jetzt sind wir in meinem Revier quasi. Ja. Ja, in meinem Ghetto. Mhm. Und das heißt jetzt, hier geht alles schnell, hier geht alles ratzfatz, wie bei einer Großfamilie eben das so ist. Und deswegen hat Düsen ja was Wunderbares in der Hand. Aurel, ne, du weißt, du bist mir sehr sympathisch, aber um in die Familie zu kommen, da gehört noch ein bisschen mehr zu. Es wollen alle rein. Muss ich noch einen Apfel essen? Du musst mir noch ein paar Fragen beantworten tatsächlich. Und das muss schnell gehen, weil die Elevator Speech spielt bei uns eine riesengroße Rolle. Und wenn man da nicht auf dem Punkt ist, wie ich gerade, dann ist man eigentlich schon raus. Also deswegen konzentrier dich jetzt. Ich hab mir eine Pokerbrille auf, eine schnelle Brille, ne? Welcome to Anders gefragt. Und als Journalistin in der Familie muss ich natürlich die Fragen stellen, ist ja klar. Lieber Aurel. Maultaschen oder Currywurst? Maultaschen, weil sie gibt's vegetarisch. Lamborghini oder Fahrrad? Fahrrad.
Lüge. Lebensweisheit für die Ewigkeit? Ich hasse Autos, wirklich. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto besessen. Jetzt wärst du schon raus bei meiner Mama. Scheiße. Ehrlich? Okay. Schwäbische Lebensweisheit für die Ewigkeit? Noch nicht hudle. Das heißt? Alles ganz entspannt. Bloß nicht beeilen, bloß nicht hetzen. Noch nicht hudle. Finde ich gut, gefällt mir. Wie oft wurdest du schon gefragt, ob du mit Friedrich Merz verwandt bist? Oft. Aber es stellt sich relativ schnell raus, dass wir sehr unterschiedlich sind. Wieso denn? Es fehlt ein T bei ihm. Und das T ist relativ wichtig für einen vernünftigen Charakter. Sehr gut. Tatsächlich haben wir uns ja auch kennengelernt in der Masterclass von Frank Elstner. Das wissen wahrscheinlich viele nicht. Ich habe dich damals kennengelernt. Du warst ein ungeschliffener Rohdiamant. Aber dann ging es los. Und heute wissen alle Bescheid. Wurde ich noch deswegen nächste Frage. Findest du dich selber lustig? Ich hätte das bis vor kurzem immer mit Nein beantwortet. Aber dann ist mir aufgefallen, dass wenn ich meinen Podcast mache und in meinem Podcast rede nur ich 30 Minuten lang. Und das liebst lang, du hörst deine Podcasts selber. Ich rede 30 Minuten lang nur ich und nicht die ganze Zeit. Einfach nur ich selbst. Aber und dann man denke, muss sich ja so, immer selbst feiern. Ne? Weil die Gedanken gebe ich mir ja selbst. Also es bin ja nur ich, der über meine Gedanken. Und das ist mir unangenehm. Aber anscheinend muss ich mich einen Hauch lustig finden. Und da schäme ich mich für. Möchte mich auch bei allen hier entschuldigen. Auch bei meiner Familie. Na, solange du nicht der Einzige bist. Nächste Frage. Yoga mit Jam oder Joggen mit Joschka? Ja, Yoga mit Jam. Warum? Ich weiß nicht, ob Joschka noch joggen sollte. Okay, nächste Frage. Ja, glaubst du, Joschka joggt noch? Ich glaube schon. Immerhin der ehemalige Außenminister. Ja, ja, aber weiß man. Der Steinewerfer, nicht? Wort Stein und Skyline, ich sag's dir. Aber da ist nicht mehr viel übrig von dem Stein. Ich merke, hier wird's so politisch. Glaubt ihr, der ist jetzt so konservativ geworden, weil er einfach keine Steine mehr werfen kann, weil die alte Schulter kaputt ist? Oder? Ja, ich glaube, dass man Wut dafür braucht. Ja, aber joggen kann er ja, wenn die Schulter nur kaputt ist. Mhm. Nächste Frage. Tinder oder Tischtelefon? Beides scheiße, oder? Benutzt beides nicht. Mhm. Aber ich sag mal Tinder, das ist amüsanter als ein doofes Telefonat, oder? Mhm. Warst du bestimmt schon bei Tinder unterwegs? Ja, schon mal gesehen. Vor ein paar Jahren. Habt ihr euch da nicht kennengelernt? Vor 5, 6 Jahren. Warte mal ganz kurz. Ihr habt euch aber beim Saufen kennengelernt. Das habe ich eure Eltern kennengelernt. Tinder-Freunde mittlerweile. Ich habe ihn gefragt, warum er heute wirklich gekommen ist. Und er meinte, weil er dich und Tuba beim Saufen kennengelernt hat. Nee. Oder aber war das ein Geheimnis? Aber Mama, sie liebt. Ach so, lass Wohnzimmer nicht hören. Ich habe sie beim Saufen kennengelernt. Ja, ne? Ja. Erzähl. Ja, ich habe einiges zu erzählen, nicht er. Okay, bleibt ein Geheimnis. Deine nervigste Macke. Meine nervigste Macke ist, dass ich einfache Tätigkeiten prokrastinieren muss. Also Sachen, die keinen Spaß machen, prokrastiniere ich. Aber zum Glück machen mir viele Dinge Spaß. Aber wenn mir was wirklich gar keinen Spaß macht, wie einen Briefumschlag irgendwie so wegbringen oder so eine einfache Erledigung. Das nennt man aber auch faul, ne? No chance. Möglicherweise, ja. Deswegen tun, was man liebt, dann muss man das nicht machen, ne? Richtig. Sehr schön. Aber man muss dann trotzdem Sachen manchmal zur Post bringen, leider. Nächste Frage. Deine niedlichste Angewohnheit, außer über deine eigenen Witze lachen? Ich kenne die Fragen nicht. Puh, meine niedlichste Angewohnheit. Da muss ich muss halt immer mich selber so. Was ist denn niedlich? Ja, ich meine, du bewirbst dich ja gerade, Aurel. Das stimmt, das ist ja, kein Spaß, das ist ja für die Familie. Du bist doch voll der Süße, was denn los? Das, okay, also dann vielleicht, dass ich finde, dass. Na, was haben wir denn von dir? Ich grinse viel. Ah, das stimmt. Ansteckendes Lachen, das stimmt. Ja, das stimmt. Bist du abergläubisch? Nein. Hab ich auch. Okay. Und Thomas Gottschalk oder Frank Elstner? Frank Elstner. Warum? Thomas Gottschalk, ich weiß gar nicht, ich kenne ihn gar nicht. Das ist, wer? Das war eine andere Zeit. Ich wusste auch bis vor kurzem nicht, wer Frank Elstner ist. Dann hat mir meine Mutter gesagt, das ist der Mann mit den gelben Haaren aus der Fernsehlotterie. Weil der hatte da immer so Fernsehlotterie gemacht und der hatte so gelbe Haare. Weil wenn bei weißen Männern die Haare weiß werden, dann sind die zwischenzeitlich so gelb. Ich weiß nicht, was da passiert. Also meinst du Donald Trump? Ja, auch. Das ist ja auch so ein Gelb, ne? Das ist ja. Und das war bei Frank Elstner auch so. Und das ist, da weiß ich, dass es der. Aber toller Mann, toll. Mhm. Leute, das war eine richtig gute, schnelle Fragerunde. Ich hatte ja noch ganz viele, nee, komm, aber machen wir jetzt noch. Hier. Okay. Machen wir noch. Guck mal, er hat richtig los, Spaß daran. Ja, ne? Was hast du gegen Boomer, Aurel? Gar nichts. Viele meiner besten Eltern sind Boomer. Über wen kannst du wirklich lachen? Jetzt mal nicht dich nennen. Mein Kätzchen Milou. Warum? Was erzählt sie so für Witze? die ist ganz ein bisschen einfacher gestrickt. Ich mache immer so Purzelbäume und so einen Scheiß. Gefällt mir sehr gut. Finde ich gut. Und eine Beziehung zu Tieren ist immer wichtig, ne? Das ist sehr wichtig. Ja. Das ist sehr wichtig. Tatsächlich war es das jetzt. Ja, das war die schnelle Runde. Ja. Also ich habe ein gutes Gefühl, ne? Aurel. Ja, glaubst du, ich habe ich Möglichkeiten aufgenommen zu werden? Ja, also der TÜV ist streng, aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Aber die Bewertungsmaschinerie läuft. Wir gehen jetzt noch mal eine Runde, weil es war jetzt spaßig. Ja. Aber jetzt wird es ernst, ne? Jetzt wird es ernst. Jetzt wird es richtig Journalistin ernst. Die Journalistin ist doch jetzt gerade da. Aber ich glaube, da ist noch einiges im Petto bei Düsen, so wie ich sie kenne. Ihr beide habt ja ein Thema mitgebracht. Und da geht es darum, was muss anders werden hier. Und gerne auch lösungsorientiert, wenn ihr eine Lösung habt.
Und lieber Aurel, ich würde dich gerne an dieser Stelle fragen. Echt? Ja. Nicht Ladies first? Ja, ich glaube erstmal. Das ist aber gemein zu mir, das merke ich mir. Ja, das ist bei Geschwistern immer so, nicht? Ist nicht schlimm, alles gut. Also ich habe mir nämlich überlegt, worüber will ich sprechen und so. Und es gibt ja viele Themen, zu denen nimmt ständig jemand Position und so weiter. Und das ist immer ganz praktisch, wenn Menschen das machen, weil Menschen können für ihre Themen irgendwie sichere Plattformen erkämpfen oder irgendjemand finden, der ihr Thema vertritt. Aber wisst ihr, wer das nicht kann? Tiere. Und mir geht es nämlich tierisch auf den Sack, dass wir absolut keinen Respekt vor tierischem Leben haben. Und das wird uns die ganze Zeit selbst zum Verhängnis in Form des Klimawandels. Ne? Wir rotten deren Lebensräume aus, wir essen sie auf, wir halten sie unter menschenunwürdigen Bedingungen. Wir haben Massentierhaltung, die dafür sorgt, dass CO2 in die Atmosphäre steigt und uns letztendlich dann irgendwann in der Klimahölle verrecken lässt. Und das muss auf jeden Fall anders werden. Und selbst wenn wir irgendwie, keine Ahnung, in den Urwald gehen und wir roden alles ab und dringen in deren Lebensräume ein, dann werden möglicherweise auch Erreger freigesetzt, die zu weiteren Pandemien führen. Und das ist ein Problem. Und deshalb möchte ich, dass wir unseren Umgang mit tierischem Leben verändern. Und wie machen wir das? Ja, ganz einfach. Also erstmal sollten wir tatsächlich einfach mal unseren Konsum überdenken, die Art und Weise, wie wir Tiere konsumieren, was für Tiere wir konsumieren, wenn wir sie denn überhaupt konsumieren müssen. Ich glaube, dass ein Schritt dazu, irgendwie sich vegetarisch zu ernähren und mehr vegetarisch zu ernähren, ist tatsächlich irgendwie angebracht. Und wenn man denn doch nicht auf Fleisch verzichten kann, dann würde es vielleicht helfen, zumindest Biofleisch zu essen. Ich bin gerade auch für ein anderes Projekt viel unterwegs und spreche mit vielen Leuten, für ein Doku-Projekt, mit Leuten, die irgendwie schon mal gucken, wie man zumindest solche Themen nachhaltiger behandeln kann. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir umdenken, weil sonst, naja. Aber du bist Vegetarier und nicht vegan, oder? Ich bin Vegetarier, seit ich quasi geboren wurde. Und manchmal, also eigentlich auch vegan, aber ich esse manchmal eine Pizza mit Käse. Mhm. So, okay. Und wenn du das so hörst, wie stehst du dazu? Also für eine Großfamilie, die als Bestandteil der Identität das Grillen-Intus hat, ist das eine konfrontative Aussage, die eigentlich keine sein darf. Ich finde diesen Sensibilisierungsprozess wichtig. Und wir grillen tagtäglich, ob es regnet, aber auch schneit. Gemüse. Damit wird auch immer gelockt. Also wenn Papa anruft, übrigens, wir grillen. Mensch, ist ja mal was ganz Neues. Ihr grillt. Um 3 Uhr nachts auch übrigens. Und also wirklich Lehmofen und mit Dach und alles, was du dir vorstellen kannst. Papa lebt dafür und das Tolle ist aber, dass wir auch da so eine Veränderung merken, dass eben nicht mehr mit einer Selbstverständlichkeit Fleisch gegessen wird, sondern dass es statt Köfte dann Halloumi ist oder dass ganz viel Gemüse auf den Grill gelegt wird und das schmeckt ja auch. Also, ja? Also insofern geht das schon zusammen, ganz klar. Und es ist alles, was du auch sagst, stimmt ja auch. Also ich sag mal gerade, was das Thema Verantwortung angeht, aber eben auch Sensibilisierung und das ist natürlich das was auslöst. Ich glaube, es ist bei all diesen Themen der sozialen Gerechtigkeit und so weiter, es ist immer ein Prozess. Also man kann es nie erwarten, dass sich was von heute auf morgen ändert. Aber wir müssen halt in all diesen Themen anfangen umzudenken. Und wenn wir nie anfangen umzudenken, dann gehen wir nie diesen Schritt hin, vielleicht zu einer Welt, wo, keine Ahnung, mehr soziale Gerechtigkeit herrscht oder eben auch mehr Respekt gegenüber tierischem Leben herrscht. Und deshalb würde ich mal so ein bisschen appellieren, dass wir jetzt anfangen, damit auseinanderzusetzen. Aber ich finde, die Jugend fängt da schon sehr gut an, tatsächlich. Ja, man, die radikalisieren also, sich hardcore in allen Themen. Ja, das war früher nicht so, ne? Ja. Zu unseren Zeiten. Ja. Also du hast ja eine ganz andere Zeit. Aber da war es noch nicht so. Nein, auf jeden Fall. Also ich wurde in der Schule gehänselt dafür, dass ich Vegetarier bin. Da hieß es da immer, war's noch nicht sowas cool. Machen doch nur da warst Mädchen. Du anders, ne? Ja, da war ich anders, ne? Ich bin tatsächlich der erste Vegetarier Deutschlands. Und dafür wurde wirklich dafür gehänselt. Unglaublich. Und dann kam ich hierher irgendwann und jetzt, wenn ich jetzt schon Pizzakäse esse, werde ich von Leuten fertig gemacht, die irgendwie vor 2 Wochen angefangen haben, sich vegan zu ernähren. Und das, ehrlich gesagt, nehme ich das auch gerne in Kauf. Aber das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung. Ja, finde ich auch. Also ich sag mal so, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, wir sensibilisieren auch genug dafür. Ich meine, freitags fängt es ja schon immer an mit Fridays for Future. Aber Düsen, was hast du für ein Thema mitgebracht? Fridays for Future für Menschenrechte, weil du es gerade gesagt hast als Überleitung. Ist das witzig? Also das war spontan. Das war spontan. Ja, du weißt doch, dass ich da am besten bin, Thülin. Du kennst mich doch, bin deine große Schwester. Nein, aber geht ja nicht anders in der Großfamilie. Da muss man immer kämpfen. Ja, klar. Ich stelle mir das übrigens sehr, sehr spannend. Für Sichtbarkeit, Anerkennung. Ja, das meine ich. Ihr habt sicher so richtig mit den Messern zwischen den Zähnen diskutieren gelernt, oder? Also mich hat man nie gehört. Merkt man jetzt auch wieder. Und jetzt sitze ich hier. Jetzt sitze ich auf deinem Thron. Aber Thülin, jetzt musst du sagen, es ist meine Show, Düsen, ja, sei ruhig. Ist meine Show. Nein, also von Düsen lernt man ja auch viel. Also ist ja wie, also sie hat mir tatkräftig immer unterstützt in meiner Jugend. Deswegen. Ja. Übrigens, und von Thülin lernt man, ins Leben zu gehen. Und das ist das größte Geschenk. Wie gesagt, ich habe sie beim Feiern getroffen. Saufen! Nein.
mehr als das natürlich. Nein, du bist angedockt an der Quelle der Freude, jetzt wird es ganz tief und spirituell. Das liebe und schätze ich sehr an dir. War bestimmt nicht immer einfach. Du bist die Jüngste von uns allen. Ganz genau. Und hast einfach diese Talkshow bekommen. Also ja, wirklich durch die kalte Küche, eiskalt durchgezogen. Und wir stehen da alle und denken, wie hat sie das geschafft? Nein, und das ist natürlich dieser Zusammenhalt. Und ich glaube, wenn du mich nach meinem Thema fragst, dann geht es natürlich auch darum, dass wir neue Hauptdarstellerinnen brauchen in diesem Land. Aber auch da, was können wir konkret tun, Düsen? Also mich beschäftigt tatsächlich die Frage, wie wir es am Ende des Tages schaffen, alle mitzunehmen. Hm. Alle mitzunehmen, unabhängig davon, wo sie geboren sind, welcher Religion sie angehören oder in was für Verhältnisse sie hineingeboren sind. Warum sage ich das? Weil wir immer noch mit Phänomenen wie Rassismus, Antisemitismus, Klassismus zu kämpfen haben. Und die Tatsache, dass es immer noch eine Rolle spielt, ob du Ahmed oder Ronny heißt, die dürfen wir uns einfach nicht erlauben als Gesellschaft. Wir müssen am Ende des Tages auch eine strukturelle Systematik schaffen, wo wir alle mitnehmen und einbinden. Und ich habe das Gefühl, dass wir sehr oft mit den Problemen und Spaltungsdynamiken beschäftigt sind, aber uns sehr wenig Gedanken machen um die Antworten und letztlich eben auch um diese sozialen Herausforderungen. Und das ist sozusagen die Idee des German Dreams, was ja der Transparenz halber jetzt eine Organisation ist, die ich auch ins Leben gerufen habe. Aber sie war für mich immer mehr als eine Bildungsinitiative. Der German Dream ist ein Lebensgefühl und eine Antwort für mich. Eine Antwort von vielen, die vielleicht auch nicht unumstritten ist, weil ich muss sehr viel kämpfen für diesen German Dream. Mhm. Es ist nämlich viel schwieriger, für etwas einzustehen, was klappen soll, als Probleme zu benennen. Das kann jeder. Das ist ganz einfach. Aber die Frage ist ja, wie sieht sozusagen auch eine künftige Asyl- und Migrationspolitik aus, die allen Menschen das Gefühl gibt, willkommen zu sein. Und das heißt nicht, dass man da Harmoniesoße drüber gießen muss, sondern es geht um Realismus im Sinne des Machbaren, aber eben auch um Humanismus. Und ich finde, dass uns diese Solidarität gut zu Gesicht steht. Und vielleicht ist auch das so ein Aspekt, für den wir auch als Familie immer wieder kämpfen, weil wir ja auch Erfahrungen damit gemacht haben, was das für ein Gefühl ist, wenn man stigmatisiert wird, wenn man anders ist, wenn mit dem Finger auf einen gezeigt wird. Dass man sich schämt vor allem auch. Ja, das ist schambesetzt immer. Und das ist ja das Grausame auch an beispielsweise Rassismus und Ausgrenzung, dass der Betroffene anfängt, sich zu schämen, obwohl er gar nichts dafür kann. Also dieses Thema geht tief. Es geht hier um Identität. Und ich glaube, für eine gemeinsame Identität ist es auch wichtig, dass jeder seine Identität so leben darf, wie er ist. Mhm. Und das ist für mich anders. Und das ist nämlich anders. Das ist anders. Apropos anders jetzt, wo wir es gerade alle gefeiert haben. Ich frage jetzt meine Eltern, ob du anders genug bist, um Teil unserer Familie zu sein. Okay. Also, Mama, Papa, darf Aurel Platz nehmen an unserem Tisch? Ja. 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 Yes! Herzlichen Glückwunsch. Mensch, komm ran, Schwester. Komm, ja. Hey, noch eine Schwester. Willkommen in der Familie. La Familia. Oh, neue Geschwister. Uiuiuiui. Ey, einfach. Hammer, ey. Fünfter Bruder jetzt. Mensch. Da wird nachher erstmal gefeiert. Hallo. Ne, wir werden gleich noch schön tanzen zum Abschluss. Ja, das schön. Das gehört sich so bei uns. Mhm. Von daher kannst du dich gleich bedanken bei Mama und Papa. Ha, made it. Anders sein ist wichtig. Anders sein ist mutig, vor allem für eine Gesellschaft, in der eigene Besonderheiten nicht versteckt werden müssen und alles Positive einfach raus kann. So, Aurel, herzlich willkommen in der Familie. Du bist jetzt ein Teil von uns. Und jetzt wird getanzt in Sonnenbrille. Sehr schön. DJ Gibby! Und vier Schritte nach vorne. Vier Schritte zurück. Was hast du denn für eine Wette mitgebracht? Ich hoffe, wir sind schon raus. Ich weiß noch, ich habe mich dafür geschämt, dann einkaufen gehen zu müssen im Leben, wo man hingegangen ist, weil man sich nicht leisten konnte. Und habe immer meine Geschwister überredet. Und ich hatte so viel Überredungskunst, dass ich es geschafft habe, dass sie einkaufen gegangen sind. Wo man dann statt Nutella Nüsli kaufen musste. Immer ja, aber das kriege ich auch. Und das machen wir immer 10 Stunden. Anders. Meine eigene Show.